Beim Klimawandel muss man den Schuss hören, um Eigentore zu vermeiden. Und ein solcher Schuss wurde gestern wieder laut. Die Wissenschaftler des Forschungsschiffes Polarstern haben nach ihrem Jahr in der Arktis erklärt, wir werden womöglich die letzte Generation sein, die eine eisbedeckte Arktis im Sommer erlebt hat. Und ihr Fazit, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen handeln, viel schneller als bisher. Es ist ja schon seltsam. Bei Corona hat das mit der Schnelligkeit funktioniert. Innerhalb eines Jahres gab es diverse Impfstoffe, die Leben retten. Beim Thema Klima ist das anders. Weil viel zu viele Menschen meinen, es beträfe sie nicht wirklich, Politiker immer noch nicht den Schuss gehört haben, an der Kohle festhalten und an den vielen anderen Klimagiften. Zwei Dürresommer liegen hinter uns und jetzt wieder eine Affenhitze. Die Böden haben sich längst nicht ordentlich mit Wasser vollsaugen können. Also werden wir wieder in den Parks und Wäldern erleben, dass Bäume eine kahle Krone bekommen und sterben. Fahren Sie mal in die Eifel. Der Klimawandel ist sichtbar. Wir erleben ihn. Aber ja, er sorgt nicht dafür, dass wir, wie bei Corona, ganz schnell auf der Intensivstation landen können. Viele meinen, wir hätten noch Zeit. Die Wissenschaft straft uns Lügen. Ich habe neulich alte Fotos geguckt von Sommerausflügen in der Kindheit. Da posierte die Familie nicht selten mit einer Regenjacke. Der Himmel wolkenverhangen. Das war normal. Dürresommer sind nicht normal. Obwohl Corona uns gelehrt hat, dass Urlaub ohne Flieger richtig schön sein kann, obwohl uns Luftaufnahmen im Lockdown gezeigt haben, was weniger Autos bewirken, die Autobahnen und auch die Flieger sind wieder voll. Und leider ist es nicht wie beim Fußball, dass man nach einem Eigentor im nächsten Spiel eine neue Chance bekommt. Ein Eigentor im Spiel gegen den Klimawandel ist unverzeihlich.